Ja, ich sag mal, wir haben hier beim Tabellendritten gespielt. Die spielen um den Aufstieg in die Bundesliga, oder das haben sie zumindest vor. Mit dem Ergebnis muss man zufrieden sein, wenn man gewonnen hat. Also letztendlich war es nicht ganz verdient, glaube ich. Also die hätten schon einen Punkt verdient, weil wir auch nicht so konsequent weitergespielt haben, wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben. Trotzdem gewinnt man 1-0, glücklich. Und trotzdem verdient, weil wir ein Tor gemacht haben, einfach. Ich denke mal, hier hat die Mannschaft gewonnen, die wirklich diese eine Torchance, die sie hatte, klar dann genutzt hat zum 1-0. Und bei den Verhältnissen war eigentlich klar, dass nicht viele Tore fallen. Es ist schwierig, dann wieder zurückzukommen. Viel war dem Zufall überlassen und wir haben halt dementsprechend nicht die klaren Torchancen dann rausgespielt. Also die letzte Konsequenz vom Tor fehlte und dann geht so ein Spiel leider 1-0 aus. Ja, einmal darf ich mich nicht beschweren. Also es muss eigentlich ein klarer, nach 10 Minuten ungefähr oder Viertelstunde, ein klarer Elfmeter für Ninov gepfiffen werden. Ja, tauschen möchte ich mit denen nicht. Also deswegen bin ich auch Trainer geworden und sie haben sich leicht gehabt. Ob nun Elfmeter ja oder nein, ob nun da auch für SVA Elfmeter ja oder nein. Er hat sie allesamt nicht gepfiffen und sicherlich war es mit Spiel entscheidend. Ja, da müssten wir eigentlich schon 1-0 in Rückstand liegen oder gucken, vielleicht wäre das Spiel dann etwas anders gelaufen. Aber den Schiedsrichter jetzt die Schuld zu geben, wäre zu einfach, weil wenn man die Torchancen selbst nicht rausarbeitet, hat der Schiedsrichter keine Schuld. Wir haben ein reguläres Tor gemacht und SVN hatte, glaube ich, bis dato keine einzige hundertprozentige, wo unser Torwart sich hätte auszeichnen können. Und von daher geht das Ergebnis und schiere Leistung ist in Ordnung. Also ja, das kennt man halt so. Mal gibt es gute, mal gibt es schlechtere, aber ich glaube, er war schon ganz in Ordnung. Die Mannschaft, also unsere Mannschaft, hat wirklich gut dagegen gehalten, ist ja halt dementsprechend auch bei Niendorf sehr robust, eine robuste Mannschaft, sehr groß gewachsen und Respekt. Also meine Jungs haben das richtig gut gemacht, fand ich. Aber leider, wie gesagt, die Konsequenz vom Tor fehlte. Natürlich guckt man jetzt nach oben, wenn man auf Platz 3 ist und so eine Siegesserie hat. Wir müssen nach unten gucken. Wir spielen um den Abstieg. Klar, das ist auch uns bewusst. Wir wollen halt über dem Strich bleiben am Ende der Saison. Das zählt, das ist das Langzeitziel. Wir haben unser Ziel eigentlich erfüllt, nämlich den Nichtabstieg oder mit unten nichts zu tun haben. Und das ist eben Priorität dieses Jahr gewesen. Ich hätte gerne hier was mitgenommen, ja, weil ein 1-0 kann man immer was tun, immer noch einen Punkt vielleicht sichern, vielleicht mit ein bisschen Glück auch gewinnen, aber das wird zu weit gehen. Ich hätte gerne den Punkt mitgenommen, aber am Ende wollen wir über den Strich stehen und das zählt. Und das werden wir auch tun, denke ich mal.